Servus liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und heute ist das Opfer meiner Verkostung ein Exot, ein Pendarin Madeira Finish 46%. Pendarin Madeira Finish 46 Volumenprozent. Nicht gefärbt, nicht filtriert. Kein Alter. Ja, ein Exot. Was kann man zu Pendarin sagen? Pendarin ist die einzige Distillerie, die aus Wales kommt. Wow, mal nicht Schottland, mal nicht Irland, mal nicht Deutschland oder auch nicht der Ferne Osten. Nee, aus Wales. War ja bis dahin auch gar nicht so bekannt und hat mich schon interessiert, einfach aus dem Grund, ist relativ günstig zu haben, hat eine ganz eigene Ausstattung, über die oder in die wir gleich näher einsteigen werden. Ja, ist ein Exot, muss ich mal probieren und mit euch teilen. Dieser Whisky ist ein Single Malt Whisky, wie gesagt nicht gefärbt, nicht filtriert, hat 46 Volumenprozent, kostet 29,90 Euro oder 44, irgendwo da dazwischen, Stand jetzt April 2022. Es gab schon mal einen Vorgänger dieses Pendarin Madeira, das war der sogenannte Pendarin 41. Und ich hatte bisher noch keinen im Glas. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was man dazu sagen kann. Pendarin ist dieses Teil hier, ist gereift in Ex-Bourbon Barrels und danach, Entschuldigung, danach gefinisht in Madeira Wine Casks. Sehr schönes Teil. Gegründet wurde diese Brennerei im Jahr 2000, also nicht gegründet, sondern wiedereröffnet, denn in der Prohibition hat es Pendarin ziemlich heftig erwischt und die haben also alles geschlossen. Im Jahr 2000 wurden sie wiedereröffnet und liegt wie gesagt in Wales. Ja, wenn man sich die Flasche mal anschaut, ist ja echt ein cooles Teil, man beachte hier diese Flossen, diese Haifischflossen oder Finnen. Sieht wirklich ein bisschen aus, als wenn es von einem Cadillac hinten den Arsch anschaust. Hier auf der Seite steht Welsh Gold, also walisisches Gold. Our Cairmu. Tja. Keine Ahnung, was das heißt. Was man hier auch noch sieht, ist dieser Goldstreifen. Deutet wohl darauf hin, dass dort in diesem Nationalpark, wo die Brennerei liegt, die liegt nämlich in einem Naturschutzgebiet, dass da auch mal Gold gefunden wurde. Schenken wir mal ein. So. Ja, interessantes Teil. Also, man sieht auch die Verpackung, wenn man sich die mal anschaut, ein bisschen seltsam. Hat hier so eine Reflexionsfolie hinten drin, dass man wahrscheinlich dieses walisische Gold noch ein bisschen besser sieht. Ansonsten hinten ganz kurz so Tasting Notes und ein bisschen zur Geschichte. Aber, ja, komische Verpackung. Ja, nicht jedermanns Sache, aber mal was anderes, wie der ganze Whisky, also fürs Verschenken oder für eine Bar zum einfach mal hinstellen. Sieht die Flasche schon gut aus, aber jetzt wollen wir ja auch mal wissen, was der denn kann im Glas. Wir riechen mal. Ach übrigens, wow, puh, Jim Murray hat in seiner Whisky-Bibel oder wie sie sie immer nennen, für diesen Whisky 91 Punkte vergeben. Also das ist schon mal ein Wort. Und wie gesagt, die Brennerei liegt ja im Nationalpark Brecon Beacon in Wales. So,
Genug über die Brennerei, jetzt riechen wir. Boah, Frucht, Frucht, Frucht. Alkohol merke ich kaum. Reife Banane. Rosinen. Kommt da leicht parfümierte Note durch, fast schon ein bisschen wie Aceton. Hat schon ein leicht schräges Geruchsprofil, also sehr, also fruchtig, fast likörartig. Also es kommt sehr süß rüber, sehr süß. Bestimmt nicht jedermanns Sache. Keinerlei Rauch. Boah, die Bananen hängen in der Nase. Das sind für mich richtig gelb-schwarze Bananen. So, die kurz vom Kippen ins Zuckerdöschen sind. Also, boah, echt auffällig. Vielleicht was leicht keksiges. Also sehr fruchtig, keinerlei Rauch. Leicht parfümiert, wie gesagt. Also dieser leichte künstliche Alkohol kommt ein bisschen durch, aber ganz leicht. Ich muss mal schauen, was die da noch auf der Flasche stehen haben. Sagen aber kaum was aus. Know your limits. Ja, das wäre sicherlich richtig und wichtig. Ja, also auf der Flasche findet man jetzt so keine weiteren. Also wenn ich eine Frucht definieren sollte, dann würde ich es mit einer Mirabelle, mit einer schönen reifen Mirabelle würde ich es beschreiben. Ja, ich würde sagen, wir probieren. Ach, Farbe, da ja nicht gefärbt, helles Gold. Slanche, meine Lieben. Also, was soll ich sagen? Also, ich möchte fast behaupten, so ein Whisky hatte ich noch nicht im Glas. Da kommt erstmal eine heftige Eichennote, also da kommt richtig Fass mit. Dann kommt Süße, aber nicht diese Bananen, die du im Geruch hast, oder diese Rosinen. Und auch nicht karamellig, Vanille ist da natürlich voll dabei, das ist der Bestandteil der Süße. Und wenn Früchte, dann kommt hier eher eine Mango oder eine Maracuja. Dann wird es sogar scharf. Sticht auch der Alkohol ein bisschen. Also holpert ein bisschen übers Geschmackszäpfchen. Ist ein bisschen unausgewogen, möchte ich sagen. Aber nicht schlecht. Sehr interessant. Wollen wir nochmal probieren? Jetzt beim zweiten Riechen muss ich gestehen, dass der Alkohol ein bisschen stärker in den Vordergrund tritt. Aber die Banane, die ist nach wie vor da, brutal. Also ich rieche da Banane raus wie selten. Ist eigentlich genau mein Ding. Ich mag nämlich Bananen sehr gern. Ich probiere nochmal. Also, ist wirklich ein interessanter Whisky. Habe ich so noch nicht im Glas gehabt. Es ist fast schon ein bisschen,
ledrig-herber Geschmack noch mit dabei, aber die Süße, die gleitet den Mund aus. Diese Mango-Maracuja-Note, diese exotische Fruchtnote. Dann kommt Schärfe, dann kommt wieder die Würze, die Bitterheit von dem Fass. Was schreiben die denn im Geschmack? Crisp and finely rounded with the sweetness to balance an appetizing dryness. Ja, ist ja Wahnsinn. Was für eine Informationsflut. Ja, brutal. Naja, gut. Also, das haben wir ja auch alles irgendwo erkannt. Kommen wir mal zum Abgang. Der Abgang ist kurz, auch ein bisschen dünn, muss ich zugeben, aber nicht unangenehm. Es bleibt allerdings wenig von der krassen Frucht oder von der Banane, die du in der Nase hast, oder auch den exotischen Früchten, die du im Geschmack hast. Also du hast leichte exotische Früchte im Mund. Was aber bleibt, ist eine würzige Schärfe. Er ist relativ schnell weg und auch kurz und dünn, aber nicht unangenehm. Also vielleicht sogar ganz leicht disharmonisch. Sehr viele Eindrücke. Ja. Machen wir mal ein Fazit. Was erhalte ich denn bei dem Kandidaten? Ich erhalte eine Ausstattung, die nicht typisch nach einem Single Malt Whisky aussieht. Ich erhalte einen Exoten. Ich erhalte einen Whisky, den man irgendwo zwischen 30 und 45 Euro im Handel überall bekommt. Es ist meines Wissens auch der meistverkaufte von Pendaren. Es ist ein Whisky, der für den Sommer super geeignet ist. Es ist ein Whisky, der eine gewisse Süße hat, der auch eine gewisse Schärfe hat, der aber auch eine gewisse Unausgewogenheit in sich trägt. Leichter Zwiespalt würde ich den als Kaufempfehlung nennen. Also wenn du auf einen würzig-fruchtigen Whisky mit leicht scharfem Abgang hast, der dich nicht überfordert, dann würde ich sagen, für 30 Euro kann man der Brennerei und dem Whisky auf jeden Fall eine Chance geben. Wenn man mehr dafür bezahlt, muss ich sagen, gibt es sicherlich bessere Alternativen. Aber es ist ein interessanter Whisky, ein schöner Exot, mal was ganz anderes im Glas. Und ganz ehrlich, meine Lieben, ich hatte sowas auch in der Art so noch nicht in meinem Verkostungsglas. Also, war auf jeden Fall wert, den mal zu probieren. Das soll es von mir auch wieder gewesen sein. Wie immer, raise your arms, stay hard und slunge ma. Verbleibe ich bis nächste Woche, euer Whisky-Häcksler. Haut rein!